So, und da sind wir wieder bei Venetica. Wir sind noch im Arsenalviertel unterwegs und haben hier scheinbar nicht nur Banditen, sondern auch Banditenanführer als Standardgegner. Was ich ein bisschen beängstigend finde. Ich meine, woher soll ich wissen, ob ich dann den Banditenanführer, der für Lootbound zuständig ist, aus Versehen töte oder nicht? Außerdem haben wir hier diese Leute, die irgendwie ganz schön anstrengend sind. Hauptsächlich, weil sie so eine Drei-Stich-Kombo haben, der man schlecht ausweichen kann. Ich habe nur 240 Leben. Was irgendwie kacke ist, wenn sie dann zu dritt jeder dreimal 35 Schaden machen. Dann bin ich nämlich sofort tot. Und da ist man dann schon fast die Waffenmehl. Fast gewillt so zu machen. Plus 53 Gesundheit tickt immer noch auf. Ja, die HP erholen sich. Plop. Ja, mit dem Schild können sie mich auch komplett unterbrechen. So, müssen wir halt zaubern, ne? Stört mich ja jetzt weniger. Was ist hier kaputt? Weiß man nicht. Okay. Also unten sind Banditenanführer, oben sind. Aber die Kapelle ist verflucht. Die Arbeiter können keinen Beistand mehr erhalten. Deine Geistergeschichten sind nicht Lagos Problem. Genauso wenig wie deine Kapelle, Priester Johann. Aber wenn ihr mir nicht helfen könnt, wer dann? Was kümmert mich das? Verschwinde! Du stehst im Weg, du verschwendest meine Zeit und du langweilst mich zu Tode. Und jetzt geh aus dem Weg! Das ist nicht aus dem Weg. Das ist nicht nett. Oh, der Himmel muss dich geschickt haben. Nicht ganz, mein Freund. Vielleicht kann ich trotzdem helfen. Das wird sich zeigen. Die Kapelle der Arbeiter ist in die Hände von Dämonen gefallen. Und die Tür ist nun versiegelt mit verfluchten Worten des Bösen. Diese hart arbeitenden Menschen benötigen die Kapelle, um ein wenig Trost zu erhalten, wenn sie schon sonst nichts besitzen. Was ist passiert? Ich war der Priester dieser Kapelle. Doch vor nicht allzu langer Zeit musste ich sie verlassen. Musste sie verlassen wegen des Fluchs der Dämonen, der nun auf der Kapelle liegt. Diese Dämonen aus der Hölle selbst. Ich kann helfen, diese Dämonen zu besiegen. Das kannst du? Hör zu! Der Fluch muss gebrochen werden und die Dämonen verjagt. Ich kenne einen Segensspruch, mit dem können wir die Kapelle... Oh nein! Meine Schriftrollen! Wo sind meine Schriftrollen? Ich muss sie in der Hohen Kathedrale im inneren Bezirk verloren haben, als wir versuchten, dieses Gebäude wieder zu weihen. Oh, bitte, kannst du diese Schriftrollen suchen? Wenn du sie findest, können wir gemeinsam diese Kapelle zurückerobern. Die Arbeiter werden unendlich dankbar sein. Und das würde dir zu einem großartigen Ruf verhelfen. Wo ist diese hohe Kathedrale? Sie ist im inneren Bezirk. Die Kuppeldächer sind geborsten. Du kannst sie nicht übersehen. Die Tür jedoch ist von innen versiegelt worden. Du musst wohl einen anderen Weg hineinfinden. Vielleicht einen sehr dunklen Weg. Ich werde die Schriftrollen suchen gehen. Da bist du ja wieder. Hast du die Schriftrollen, sodass wir die Dämonen aus der Kapelle jagen können? Ich habe sie. Nun denn, lass es uns gleich tun. Folge mir zur Kapelle. Ich werde den Fluch brechen und du musst dich um die Dämonen kümmern.
Los, wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Genau, zum einen ist da noch mein Lied, was ich sprechen möchte. Was ich ganz cool finde. Zum anderen ist hier oben noch so ein... Was sind das? Söldner? Wache? Freunde dieser lustigen... lustigen weiblichen Untoten. Ach man, wir haben ja eine Aufladung von unserer Schattenenergie verbraucht. Da muss wohl jemand liegen. Aber ihr seid alle erst halbtot, ne? Okay, jetzt lohnt es wenigstens alle drei aufzusaugen. Scheiße. Einmal Schattenenergie bitte. Zweimal. Wobei, wir können gleich die Schattenklinge anbehalten. Ja, das ist irgendwie hart, dass die mich noch so... Was sagen, was fährt denn hier eine Gondel rum? Du bist zurück. Noch nicht. Hey, Banditenanführer, was machst du denn hier? Aber du scheinst ja Spaß zu haben. Dann gehen wir mal rein in das gute Haus, ne? Das war so klar, dass hier Lektoren umgammeln. Aber ich hätte mehr erwartet als zwei. Stücken aufheben. Gucken wir mal nach, was die sagt. Sie sind nah. Einige von ihnen haben herausgefunden, wer du bist. Ich bin erstaunt, dass sie mich nicht schon längst erkannt haben. Ich habe mich nicht gerade unauffällig verhalten. Du bist die ganze Zeit über beschützt worden und warst vor ihren Augen abgeschirmt. Du hast starke Verbündete in der Welt der Toten. Noch ist nicht alles verloren. Ich stehe kurz davor, das Grimoire zu finden. Aber du musst das Ziel deiner Suche ändern. Du wirst immer noch gejagt. Doch du musst zum Jäger werden. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um zu retten, was übrig ist. Wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du die Hilfe der Toten. Aber wie können mir die Toten helfen? Jetzt kannst du es herausfinden, indem du sie fragst.
Jo, weil wir nicht die ganze Zeit schon mit einem Toten reden. Das heißt jetzt für mich, dass ich nach der Aufnahme überall in der Spielwelt rumrenne und mit allen Toten quatschen kann. Du bist zurück. Konntest du... Ich war... Das war großartig. Jeder Arbeiter wird von dem hören, was du getan hast. Du scheinst ein wahrhaftiger Dämonentöter zu sein. Nun, dann bist du vielleicht die richtige Person, um das hier zu erhalten. Es ist der Schlüssel zu den Katakomben des Arsenals. Sie wurden vor langer Zeit verschlossen, da die Gänge von bösen Geistern in Besitz genommen wurden. Vielleicht kannst du ja auch dort für Ordnung sorgen. Wo finde ich diese Katakomben? Der Eingang befindet sich auf der untersten Ebene des Bezirks, nahe dem Ende der großen Treppe, die hinaufgeht. Aber erstmal solltest du dich in der Taverne Schädelbruch ein wenig entspannen. Dafür musst du nur ein paar Stufen nach oben nehmen. Dein neu gewonnener Ruf wird dir bei dem Volk da oben sicher nützlich sein. Und wenn du dann erfrischt bist, besuche mich doch in meiner wunderschönen Kapelle. Es fühlt sich hier so leer an. Sie ist schon hier gewesen. Sie? Haha. Das ist ein Anfang. Der untote Fürst! Ich bin verdammt! Du bist wahrlich verdammt. Von dem Augenblick an, da du dich mir in den Weg gestellt hast, um deinen Meister zu verteidigen. Du hast Sophistus getötet. Du hast alle getötet. Alle außer einem. Und ich glaube, du hast eine Ahnung, von wem ich rede. Du meinst mich? Du bist gekommen, um mich zu töten? Mach keinen Narr aus mir, Nox. Ich meine diejenige, die meine Pläne stört. Diejenige, die frei in der Stadt umherstreift. Unbemerkt von meinen Wachen. Die Trägerin der Mondklinge. Die Schlechterin der Toten. Ich habe diese Person nicht gesehen. Ich schwöre es. Du hast sie nicht gesehen? Du hast sie nicht gesehen? Du lügst! Glaub mir, ich weiß es nicht. Diese Augen haben sie erblickt. Diese Augen werden nichts mehr sehen. Nein! Nein! Ja. Doch. Genauso. Wir regenerieren immer noch gegen Lagos Verwaltungshaus. Das wird sicher noch interessant. Da vorne putzen Leute. Ich speichere jetzt nochmal sicherheitshalber. Ich mach dir mal noch ein bisschen mehr Arbeit, okay? Sehr gut. Schön, dass es dich nicht stört. Oh, hallo. So war Roy. Das war im Prinzip schon zu viel, ja, ne? Hat uns aber auch unser gesamtes Mana, das wir bis dahin gesammelt hatten. Interessant. Irgendwie passend. Das hat den Kampf massiv verbessert. Was ist aus dem Typen geworden hier oben? Ah, er ist wieder rübergegangen, okay. Oh, hallo! Ich hatte schon Angst, ich hätte den jetzt mit ausgesorgt, das wäre ärgerlich. Oh, und wir haben 5 Balken. Das ist nice. Langsam sind wir echt unsterblich. Da
Das Ding ist außer Betrieb. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit meinem Kollegen. Tut mir leid, die Plattform kann im Moment nicht genutzt werden. Siehst du das in dem Schacht? Greifer. Jedes Mal, wenn wir ihnen zu nahe kommen, greifen sie uns an. Was sollen wir bloß tun? Sie töten? Wäre jetzt so eine ganz stumpfe Idee von mir, einfach töten. Ich meine, es sind immerhin nur Greifer, ne? Also, wie schwer soll das schon werden? Man nimmt sich das Pferd, haut einmal drauf und sie sind tot. Selbst wenn man sie erst viel zu spät sieht. Aber das war jetzt wohl auch dieser Ansturm hier. Naja, dann gehen wir mal rein. Turmgreifer, kein Mauergreifer. Die Dinger sind höchstens ganz nett, um Energie aufzufüllen. Leder. Danke fürs Beseitigen der Greifer. Als Zeichen unserer Dankbarkeit darfst du kostenlos die Plattform benutzen. Ja, das ist doch mal nett. Die Plattform kann genutzt werden. Surprise. Ich will aber noch ein bisschen rumlaufen und gucken, ob wir noch irgendwas finden, was wir töten können. Das klingt irgendwie unfreundlich. Benötigt spezieller Schlüssel, okay? Na, wenn sie schon von alleine anfängt zu klettern. Nur weil sie in die richtige Richtung laufen. Gucken wir mal nach, ob es hier irgendwas gibt. Ich meine, ist ja immerhin auch eine Gegend, auf der man laufen kann. Da sehe ich schon was. Ja, das sieht doch gut aus. Ach, jetzt wo wir die Wachen der nächsten untoten Fürstin oder der einzigen Fürstin, die nach dem Osten gelebt hat, besiegt haben, laufen hier Banditen an. Auch okay. Für mich. Ja. Macht Spaß oder so, ne? Jo, Alter. Mentale Kraft, ah, genau. Weil es ja sonst nichts ist. Also hier ist schon echt heftiger Respawn. Ich traue mich hier kaum in die Häuser zu gehen. Aus Angst, es könnte irgendwas kaputt machen. Sprechen wir mit dem. Langsam, langsam. Hast du eine Einladung? Nein. Dann geht's. Du bist wohl neu hier. Ein bisschen Bier und Geplauder sind doch eine schönere Aussicht, als hier rumzustehen und von mir nicht eingelassen zu werden. Und glaub mir, ohne eine Einladung werde ich niemanden zu Lago lassen. Langsam, langsam. Einladung? Ich brauche keine Einladung. Oh, doch, glaub mir. Du brauchst eine Einladung.
Denn ohne eine solche wird sich Lago nicht herablassen, mit dir zu reden. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Du bist wohl neu hier. Warum besuchst du nicht erstmal die Taverne Schädelbruch? Ein bisschen Bier und Geplauder sind doch eine schönere Aussicht, als hier rumzustehen und von mir nicht eingelassen zu werden. Und glaub mir, ohne eine Einladung werde ich niemanden zu Lago lassen. Genau. Weil wir auch so auf diesen Lago angewiesen sind. Egal. Also, eigentlich müsste er froh sein, dass man NPCs nicht angreifen kann, dass man nicht grundlos Leute angreifen kann. Sonst würde er relativ gefährlich leben. Einfach weil dann viele auf die Idee kommen, ihn zu töten. Kämen. Oh, Seilbenutzungsklügel. Das sieht schmerzhaft aus. Und wir sind wieder hier unten. Ja, da drüben ist Party. Und in diesem Fall will ich mal zur Party. Also Party im Sinne von große Menschenansammlung. Nicht von gemütliches Treffen mit Leuten, die ich kenne. Genau, ihr seid ja erst zu viert. Da kann man auch mal nach Hilfe schreien, wenn man 4 gegen 1 kämpft, ne? 4 Helden. Aber hey, 100 Erfahrung pro Kerl. Und da ist schon der nächste 500 Erfahrung für eine Straßenseite. Wer braucht noch mal Quests? Wie war das? Das hat jetzt nicht wirklich Leveln vorgesehen, ne? Ich meine... Also wenn ich das richtig sehe, haben wir 47.800 von 53.300. Die hinteren Zahlen lassen wir weg, weil sie gerade glatte 100er geben. Dann sind das 300. Also, ne? 200 bis zum nächsten 1000er. Dann haben wir 48.000. Dann sind das 2 und 3. Also 5. Und 5. 55 Gegner bis Level Up. Ja, nicht wirklich dramatisch viel. Ja, ist klar. Jetzt stellt ihr mir hier mal neben. Was soll er denn? Und als würde ich da jetzt reingehen. Ne? Damit mache ich doch garantiert den Respawn kaputt. Also, garantiert. 100 pro, wenn nicht damit. Also, wenn da drin nicht der Grund für den Respawn ist, dann weiß ich auch nicht. Hierfür habe ich schon wieder ein Messer gehört. Ja. Unten ist er. Unter mir läuft einer rum, der sein Messer zieht. Da wollen wir doch mitmessern. Komm her, Kerlchen. Hä, ich hab ihn doch gerade eben noch gehört. Hängt der in der Wand fest oder so? Ist er ins Wasser gefallen und untergegangen?
Was willst du denn? Lasst mich durch. Ich möchte in die Werft. Auf keinen Fall. Du hast keine Erlaubnis. Verschwinde. Moment. Vielleicht kann sie uns bei unserem Problem helfen. Halt die Klappe, du Idiot! Weißt du, wer sie ist? Ich nicht. Um was für ein Problem geht es? Sollen wir ihr vertrauen? Ich weiß nicht so recht. Sie könnte uns schon helfen, denke ich. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Nun, wir wurden vom inneren Bezirk hierher strafversetzt. Ihr wurdet strafversetzt? Wieso? Ach, zur Hölle, was soll's. Hör zu. Wir waren zu lange draußen, weil wir ein paar Geschäfte mit, sagen wir, besonderen Leuten gemacht haben. Als wir zurück in der Garnison des inneren Bezirks waren, haben wir das Zeug in zwei Truhen versteckt. Aber dann wurden wir hierher strafversetzt, weil wir zu spät gekommen waren. Und jetzt ist das Zeug in den Truhen im inneren Bezirk und wir in großer Gefahr. Also hier ist das Angebot. Wenn du uns das Zeug aus der Garnison holst, ohne dass dich der Hauptmann dabei sieht, dann lassen wir dich durch. Ich werde das Zeug unauffällig besorgen. Ja, das war mal eine Ansage. Und wir haben eine neue Quest und wir haben ein interessantes Farmgebiet, finde ich. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob wir hier wirklich Respawn haben. Oder ob diesmal die beiden einfachen Banditen für den Respawn zuständig waren. In dem Fall müsste ich dann natürlich einmal neu laden, aber da kriegt ihr nichts von mit. Oder es ist einfach gerade nicht die Zeit für Respawn, das kann auch sein. Dann würde ich mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir weitermachen mit Venedig. Bis dahin, tschüss!